Guten Morgen. Na, ihr? So, ich trinke hier gerade mein morgendliches püriertes Ingwerstückchen mit heißem Wasser. Darauf hat mich einer von euch gebracht, und zwar in den Kommentaren unter meinem Ingwer trifft Orange Inspirationsvideo. Und ich finde das momentan echt total cool. Vor allen Dingen, weil ich sowieso schon Ingwertee gemacht habe, ja. Und Ingwertee war bei mir immer irgendwie nicht stark genug. So, ich habe mich immer geärgert, dass ich so viel Ingwer dafür verwenden muss. Obwohl ich das immer wieder aufgegossen habe, war es irgendwie immer komisch, Sachen dann einfach wegzuschmeißen. Ja? So, wenn das dann ausgelaugt war, dass ich das dann einfach weggeschmissen habe. Und hier habe ich jetzt einfach alles püriert im Vitamix und kann das einfach ja, komplett auftrinken. Jo, übrigens bin ich darunter total nackt. Deswegen habe ich gerade einen leichten Schock gekriegt, als ich das Glas hochgehoben habe. Aber ich glaube, es ist alles verdeckt gewesen und wir haben hier keinen Nipple-Slip. ja, eigentlich zum Video, was ich heute Morgen schon mal einfach machen wollte, bevor ich jetzt gleich auf mein Rad steige. Wie gesagt, ich bin gerade erst aus dem Bett gekommen, so sieht auch meine Frisur noch aus. Ich muss auch unbedingt irgendwann mal wieder Haare waschen hier, ganz unbedingt. Da habe ich übrigens auch was Neues für euch, ja, beziehungsweise selbst was Neues ausprobiert. Und zwar habe ich eine neue Methode, meine Haare zu waschen. Und ich bin super zufrieden damit. Ich bin mega, mega glücklich. Ja, ich wasche meine Haare wieder. Seid gespannt, was da kommt. Ja, und warum dieses Video eigentlich online gehen sollte, ist, weil ich gestern Abend mir Linsen gemacht habe. Und zwar mein Lieblingsrezept für Linsen momentan, was quasi ganz einfaches, nennt man es dann Dal, wenn nicht viele andere Zutaten da drin sind. Egal, ich nenne es jetzt einfach mein Linsendal, ja, mein Lieblingsrezept für Linsen. Und zwar sind da drin in diesem Linsendal einfach nur Linsen, ja, ganz normal gekocht nach der Anleitung. Und dann sind da drin ein wenig oder ist da drin ein wenig Sojasauce und ein wenig Balsamico-Essig. Ja. Ich habe das meistens so im Verhältnis von 2 zu 3, ja, also 2 Teile Sojasauce, 3 Teile Balsamico-Essig. Ich mache es manchmal aber auch einfach frei nach Schnauze. Gestern war es bestimmt nicht 2 zu 3, gestern war es mehr so ein bisschen Sojasauce, vielleicht so 2 Esslöffel auf 2 Tassen Linsen oder so und ungefähr ein Esslöffel oder 1,5 Esslöffel von dem Balsamico-Essig. Jedenfalls habe ich die Linsen ganz normal gekocht und habe mir dann ein Blatt genommen, ein, wie heißen die Dinger? Mini-Romana-Blatt, ja. Mini-Romana-Blatt, kann man mich überhaupt verstehen? Meine Nase ist irgendwie noch total zu. Ist manchmal morgens so, wenn ich ein bisschen mehr Salz gegessen habe, dann habe ich meine Nase irgendwie sehr verschleimt oder mein Rachen generell ist dann verschleimter. Genau, dann habe ich mir ein großes Mini-Romana-Salatblatt genommen und habe damit ein Schiffchen gebaut und habe die Linsen da drauf getan und habe noch etwas Sambal Ulek darauf getan und habe das dann weggefuttert. Und ich bin ganz, ganz stolz auf meinen kleinen neuen Topf, der sogar einen mega süßen kleinen grünen Deckel hat, den ich geschenkt bekommen habe. Von jemandem, den ich eigentlich gar nicht kenne, über meinen Liebsten und Besten. Und ja, irgendwie finde ich diesen Topf auch mega, mega süß, weil dieser Topf genau das ist, was ich eigentlich manifestieren wollte. Und zwar habe ich gesagt, Universum, ich hätte gerne aus ganz einfachen, doofen Gründen eine Schale, die eine schöne Verzierung hat. Ja, eine kleine Schale, genauso groß, wie ich sie eben jetzt bekommen habe, mit einer schönen Verzierung. Ich bin da gar nicht wirklich spezifisch geworden, sondern habe einfach gesagt, yo, so ist es, das möchte ich haben. Ja, und ja, wie viele Tage später war es da? 2 Tage später? War voll süß. Jo, das ist eigentlich alles, was ich euch mit auf den Weg geben wollte heute Morgen, bevor ich mich jetzt auf mein Rad setze, nachdem ich natürlich hier mein
Wasser getrunken habe, wie jeden Morgen. Ja, ich finde das momentan voll gut, dass es warm ist und dass es ein bisschen Geschmack hat, weil warmes Wasser irgendwie aus irgendeinem Grunde kann ich nicht trinken. Ja, es kratzt mir im Hals und mit dem Ingwer passiert es eben nicht. Und ja, von daher bin ich hier stolz am Trinken mit meinem warmen Wasser und freue mich darauf, dass ich nicht gleich voll am Zittern bin, wenn ich auf dem Rad sitze. Jo, meine Mama sagt immer, warmes Wasser kann besser im Körper verstoffwechselt werden als kaltes Wasser. Das braucht nicht so lange, um aufgenommen zu werden. Keine Ahnung, wo sie das gelesen hat. Kannst du ja nochmal kommentieren oder so. In der Apothekenumschau oder sowas. Oder vielleicht weiß es auch selber nicht mehr. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass das schneller aufgenommen wird bei mir. Ja, und von daher habe ich mich diesen Winter nicht dazu breitschlagen lassen oder von mir selber dazu breitschlagen lassen, kaltes Wasser zu trinken, weil ich von dem warmen Wasser irgendwie immer ja, so voll einen schlechten Geschmack im Mund bekomme und im Hals. Ja, und das war eigentlich eher so ein Laber-Video anstatt eines hier, guck mal, was ich gegessen habe, Video, ja. Ist aber auch nicht schlimm, denke ich mal. Falls ihr irgendwas zu kommentieren habt, dann kommentiert das, ja, gerne in die Kommentare. Braucht ihr eine Anleitung, um die Linsen zu kochen? Eigentlich nicht. Ihr wisst ja, was ich so genommen habe. Joa, okidoki. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich trinke jetzt mal meinen Tee auf. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video.